Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Jenny Lai-Kumar und Emilie Fuß von der Regionalwelt AG Freiburg. Wir präsentieren heute das Innovationsprojekt Quarta Vista, digitales Navigationssystem für werteorientierte Unternehmen. Dieser Vortrag richtet sich an Fachpublikum aus Wissenschaft und Wirtschaft. Wir freuen uns aber über alle Interessierten. Ein kurzer Abriss, was Sie erwartet. Zunächst stelle ich das Projekt und die Problemstellung vor, auf die es antwortet. Dann schauen wir uns die Methodik genauer an. Emilie Fuß erklärt dann anhand eines Beispiels, wie es funktioniert. Am Schluss kommen wir zu den Anwendungsmöglichkeiten. Zunächst zum Projekt. Quarta Vista. Das bedeutet vier Blickwinkel. Wir fügen der klassischen Erfolgssicht auf Unternehmen die Dimensionen Ökologie, Wissen und Gesellschaft hinzu. Quarta Vista ist ein Innovationsprojekt mit unternehmerischen Experimentierräumen. Das Projekt läuft von November 2018 bis Februar 2021. Das Ziel ist es, eine erweiterte Perspektive auf Unternehmenserfolg einzunehmen, die auf eine Bilanz der Zukunft hinzielt. Wir haben eine Methodik und ein digitales Instrument entwickelt, das eine erweiterte Buchhaltung und Bilanzierung ermöglicht. Das Projekt ist gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Rahmen der Initiative Neue Qualität der Arbeit, die die sogenannten Experimentierräume 4.0 ins Leben gerufen hat. Die Expertisepartner SAP, Regionalwelt AG Freiburg, Parmenides und Cognostics haben die fachlichen und technischen Hintergründe bereitgestellt und in einem explorativen Vorgehen weiterentwickelt. Die Experimentierpartner sind allesamt werteorientierte Unternehmen und Pioniere der Biobranche. Das sind Bodan, Bingenheimer Saatgut, Bolsener Mühle und die Regionalwelt AG Freiburg mit ihren Partnerbetrieben und AktionärInnen. Wir haben innerhalb von partizipativen Workshops sowohl innerhalb des Unternehmens als auch in unternehmensübergreifenden Experimentierräumen zusammen die Quarta Vista-Methodik erprobt. Unser Verständnis von Forschung und Entwicklung ist, dass wir zu konkreten Lösungen für bestehende Probleme beitragen. Im Folgenden skizziere ich die Problemstellung, die Folgen des Status quo und unseren Lösungsansatz. Schon seit Jahrzehnten ist die Problematik bekannt und dennoch immer noch nicht aufgelöst. In der Wirtschaft wird bisher mit einer unvollständigen Erfolgsrechnung gearbeitet, die allein klassisch finanzielle Kennzahlen berücksichtigt. Risiken und Schäden werden externalisiert, was gravierende ökologische, soziale, aber auch wirtschaftliche Folgen hat. Um nur einige Beispiele zu nennen: Klimawandel und Biodiversitätsverlust, Lohndumping und fehlende Arbeitssicherheit an zahlreichen Standorten, fehlende wirtschaftliche Resilienz durch unübersichtliche Lieferketten. Nachhaltiges Wirtschaften ist noch freiwillig. Wer sich heute schon in diese Richtung orientiert und zum Beispiel eine ambitionierte Dekarbonisierungsstrategie fährt, Mehraufwände für faire Löhne und Mitarbeiterzufriedenheit tätigt oder zugunsten von Resilienz vielfältige Lieferanten- und Kundenbeziehungen bevorzugt, kann das bislang nicht geltend machen. Aus klassisch finanzieller Erfolgssicht sind das alles Mehraufwände, die nicht durch Mehrwerte gedeckt werden. Kurz gesagt, es lohnt sich finanziell nicht. Viele Unternehmen wollen sich aber aufgrund ihrer Werteorientierung nicht von nachhaltigen Aktivitäten abhalten lassen und auch nicht warten, bis von regulatorischer Seite neue Standards und Bewertungsmethoden kommen. Sie wollen heute schon eine Einschätzung, wie sie in den Dimensionen Ökologie, Wissen und Gesellschaft stehen, wo sie Risiken haben und was sie leisten. Was ihnen fehlt, ist ein Navigationssystem. Der Status quo hat gravierende Folgen, nicht nur für die sozial-ökologischen Systeme, sondern auch für die Betriebswirtschaft. Nachhaltige Unternehmenswerte werden oft als ideelle Werte bezeichnet, aber das ist nicht richtig. Wir halten das für einen Denkfehler in der Nachhaltigkeitsdebatte. Nachhaltigkeitsbezogene Unternehmenswerte sind ökonomische Werte. Sie können unterschiedlicher Art sein, von etwas sehr Materiellem, wie im Boden gebundenen CO2, bis hin zu Wissensaufbau durch Azubis, die nach ihrer Ausbildung als Fachkräfte übernommen werden können. Bislang werden die Kosten von nicht nachhaltigem Wirtschaften externalisiert. Den bekannten Ergebnissen
der volkswirtschaftlichen Externalitätenforschung möchten wir eine betriebswirtschaftliche Perspektive hinzufügen. Die Schäden und Risiken fallen auch auf Unternehmen zurück, wo sie zu betriebswirtschaftlichen Risiken und Kosten werden, zum Beispiel Fachkräftemangel. Wenn Unternehmen nicht ausbilden und sich darauf verlassen, dass sie Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt finden werden, externalisieren sie den Wissensaufbau nicht nur. Sie schaffen ein betriebliches Risiko, das zum Personal- oder operativen Risiko werden kann, wenn es zu Fachkräftemangel kommt. Die Kosten werden durch Nichtbeachtung immer nur noch höher. Unsere Lösung? Die Bilanz der Zukunft. Die Buchhaltung und Bilanzierung stellt die DNA eines Unternehmens dar. In der Erfolgsrechnung werden Daten verwertet, die aus der Finanzbuchhaltung kommen und die das unternehmerische Handeln der Vergangenheit abbilden. Diese Daten werden ausgewertet, bewertet und bilanziert. Ausgehend davon erfolgt die Steuerung in Richtung Zukunft. Die Orientierung erfolgt in finanziellen Sollwerten. Es entsteht ein kausaler Wirkkreis. Vom Soll- zum Ist-Zustand im Unternehmen, dem Datenfluss aus der Finanzbuchhaltung zur Unternehmens-DNA, der Verwertung und Auswertung, zur Steuerung und so weiter. Was nicht innerhalb dieses Wirkkreises sichtbar wird, fällt aus dem unternehmerischen Blick und aus dem Bewusstsein. Das sind Vermögenswerte aus Ökologie, Wissen und Gesellschaft. Das Ziel von Quarta Vista ist, dass diese Vermögenswerte und Leistungsfaktoren in die Erfolgsrechnung und damit in die Unternehmens-DNA integriert werden, und zwar auf Augenhöhe. Wir kommen zur Methodik. Diese beinhaltet Ziel- und Vorgehensweise, Anschluss an bestehende Konzepte, die Operationalisierung von KPIs in die Buchhaltung und Praxisbeispiele. Das Ziel in Quarta Vista ist es, Unternehmenssteuerung und Bilanzierung in 4 Dimensionen abzubilden und damit ein Navigationssystem für werteorientierte Unternehmensführung zu ermöglichen. Die Unternehmenssteuerung und die erweiterte Bilanz sind verknüpft über modellhafte Themenkomplexe mit multikriteriellen KPI-Sets aus den 4 Dimensionen. Technisch wird beides in einer bereits bestehenden SAP-Software umgesetzt, die wir für Quarta Vista modifiziert haben. Die 4 Dimensionen Ökologie, Wissen, Soziales und Finanzen dienen als vereinfachtes Modell, das sich auf die SDGs bezieht, die internationalen Nachhaltigkeitsziele der UN. Zum Beispiel findet sich das Ziel 4, hochwertige Bildung, in der Dimension Wissen. Die Ziele gute Arbeit, Gesundheit und Wohlergehen und die Verminderung von Ungleichheiten sind in der Dimension Gesellschaft abgebildet. Die Ziele Klimaschutz und Biodiversität über und unter Wasser sind in der Dimension Ökologie zusammengefasst. In Quarta Vista geht es zunächst um eine modellhafte Darstellung, inwiefern Unternehmen Leistungen und Risiken bringen in Bezug auf diese 4 Dimensionen. Ein kurzer Überblick, an welche Konzepte wir anschließen. True Cost Accounting, also die Bepreisung von ökologischen und sozialen Kosten und Schäden, die unternehmerisches Handeln hervorbringt, ist ein wichtiger Referenzpunkt. Die CSR-Berichterstattung und die GRI-Standards sind wichtige Vorarbeiten, um zu zeigen, worüber und in welchem Detaillierungsgrad Unternehmen berichten können. Das Konzept der Donut-Ökonomie von Kate Raworth ist hilfreich, weil es deutlich macht, dass ökologische Grenzen und die Erfüllung von gesellschaftlichen Mindeststandards zusammengedacht werden müssen. Ein grüner Bereich, in dem nachhaltiges Wirtschaften stattfinden kann, findet sich dort, wo die planetarischen Leitplanken eingehalten werden und das soziale Fundament gesichert wird. Die Visualisierung mit dem grünen, sicheren und dem roten, riskanten Bereich, die bereits beim Konzept der planetarischen Leitplanken von Rockström und Kollegen sehr anschaulich genutzt wurde, steht in engem Bezug zu unserer Verwendung eines Ampelsystems zur Bewertung. Zu dem Ansatz, der Quarta Vista verfolgt, gibt es bislang kaum wissenschaftliche Vorarbeiten. Anders als Ansätze, die von volkswirtschaftlichen Kosten oder Gemeinwohlleistungen ausgehen, nehmen wir die unternehmensinterne Perspektive als Ausgangspunkt. Wir denken von der betrieblichen Praxis aus. Eine Grundannahme ist, dass unternehmerische Verantwortung die Transformation zu nachhaltigem Wirtschaften beinhaltet. Nachhaltiges Wirtschaften verstehen wir innerhalb des Frameworks der SDGs bzw. der ESG-Kriterien. Unsere Methodik macht auch Nachhaltigkeitsrisiken sichtbar, die bislang blinde Flecken waren.
indem ein fehlender Beitrag zur Erfüllung von Nachhaltigkeitskriterien dargestellt wird. Wir arbeiten mit werteorientierten Unternehmen, die die Quarta Vista KPIs aus ihrer Purpose und ihren Unternehmenszielen ableiten. Für sie ist es selbstverständlich, dass sie Aktivitäten für mehr Nachhaltigkeit machen, auch wenn die Aufwände bislang nur kostenseitig sichtbar sind. Es ist hilfreich, mit werteorientierten Unternehmen zusammenzuarbeiten und von ihnen zu lernen. Wir haben uns gemeinsam auf den Weg gemacht, die Aufwände für belegte Aktivitäten in finanzielle Vermögenswerte zu übersetzen und anhand von KPIs zu prüfen, ob die nachgewiesenen Aktivitäten zur gesetzten Zielerreichung führen. Dabei vervollständigen wir die betriebliche Erfolgsrechnung um Leistungen und Risiken aus den Bereichen Gesellschaft, Wissen und Ökologie. Teil unserer Methodik und Umsetzung ist eine Erweiterung der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bilanz durch neue Vermögenskonten. So geht nachhaltiges Handeln direkt in die Unternehmens-DNA ein. Durch die Integration in die Buchhaltung und Bilanzierung werden Anreize geschaffen. Anders als durch Nachhaltigkeitsberichterstattung können Unternehmen ihre Mehrleistungen bzw. vermiedenen Risiken mit klassischen Methoden der Erfolgsrechnung zeigen. Das erlaubt es, anhand von Leistungskennzahlen zu steuern, anstatt nur Bericht zu erstatten. Folgendes Stufenmodell zur Operationalisierung haben wir von Regionalwert AG Freiburg als Vorarbeit mit ins Projekt gebracht. Es basiert auf dem Konzept Richtig Rechnen von Christian Hiss, Gründer und Vorstand der Regionalwert AG Freiburg. Ich reiße kurz die 4 Stufen ab, wir kommen später darauf zurück. Die erste Stufe beinhaltet die Erfassung von ESG- bzw. SDG-relevanten Aktivitäten eines Unternehmens. Dabei ist es wichtig, dass alle Aktivitäten belegt sein müssen, damit sie in die Buchhaltung integriert werden können. Die zweite Stufe ist die Interpretation und Bewertung von Leistungskennzahlen. Die dritte Stufe beinhaltet die Monetarisierung der betrieblichen Leistungen und Risiken. In der vierten Stufe wird die erweiterte Bilanz erstellt mit Gewinn- und Verlustrechnung. Das Ergebnis ist eine Betriebsbilanz mit neuen sozial-ökologischen Vermögenskonten bzw. Rückstellungen. Die Monetarisierung setzt die Performance des Unternehmens in Beziehung zu den getätigten Aufwänden. Es kommt ein positiver oder negativer finanzieller Wert heraus, der über einen Buchungsbeleg im dritten Schritt in die Quarta Vista Buchhaltung und Bilanzierung eingeht. Dazu werden in der G&V Kosten und Erträge differenziert ausgewiesen. Die Bilanz wird durch zusätzliche Vermögenskonten erweitert. Auf der Aktivseite stehen im Anlagevermögen dann die neuen Bilanzkonten Gesellschaft, Ökologie und Wissen und ebenso findet sich dann auf der Passivseite bei den Rückstellungen wieder diese 3 Posten. Hier ein Überblick, welche Themenkomplexe und KPIs modellhaft in Quarta Vista ausgearbeitet wurden. 3 Themenkomplexe wurden von allen Experimentierpartnern gewählt: Arbeitsqualität, Wissenserhalt und Klimabilanz. Die anderen Themenkomplexe sind auf einzelne Experimentierpartner und ihre zentralen Themen zugeschnitten, wie Arbeitsqualität in der vorgelagerten Lieferkette, Tierwohl und 3 Themenkomplexe, die sich unter regionale Resilienz als Erweiterung der finanziellen Dimension zusammenfassen lassen. Die Themenkomplexe lassen sich in einzelne KPIs aufschlüsseln, die verschiedene Aspekte des Unternehmenserfolgs abbilden. Zum Beispiel in der Dimension Wissen bildet der Themenkomplex Wissenserhalt mit den KPIs Azubi-Quote, Übernahmequote Azubis, Weiterbildung und Mitarbeiterfluktuation folgende Aspekte ab: Wissensaufbau, Wissensstabilität und Wissenserweiterung. In der Dimension Gesellschaft haben wir den Themenkomplex unternehmensinterne Arbeitsqualität mit der Krankheitsquote, Arbeitsunfallquote, Lohnspreizung und faire Löhne in der untersten Lohngruppe. In der Dimension Ökologie haben wir den Themenkomplex Klimabilanz, in dem alle Experimentierpartner ihre CO2-Emissionen abbilden. Die landwirtschaftlichen Betriebe geben zusätzlich an, wie viel CO2 sie rückgebunden haben, was sich mit den Emissionen verrechnen lässt. Für eine detaillierte Erklärung, wie die erweiterte Erfolgsrechnung in Quarta Vista funktioniert, gebe ich an meine Kollegin Emilie Fuß weiter.
Schauen wir uns einmal konkret am Beispiel Wissenserhalt durch Ausbildung an, wie eine erweiterte Erfolgsrechnung in Quarta Vista aussieht. Das Thema Wissenserhalt durch Ausbildung haben wir über das KPI Azubi-Quote abgebildet. Für unser Beispiel schauen wir uns zwei fiktive Gärtnereien mit einer unterschiedlich hohen Azubi-Quote an. Die Gärtnerei Querbeet und die Gärtnerei Schnurgerade beschäftigen beide 50 MitarbeiterInnen. Bei Querbeet gibt es zudem 6 Azubis, bei Schnurgerade nur ein Azubi. Die Azubi-Quote gibt den Anteil der Azubis an der Belegschaft an. Das heißt, Querbeet hat eine Azubi-Quote von 12% und Schnurgerade 2% Azubi-Quote. Da die Azubi-Quote im Bundesdurchschnitt bei 7% liegt, wissen wir schon, dass Querbeet überdurchschnittlich viel ausbildet und damit in den Vermögenswert Wissenserhalt investiert. Schnurgerade bildet unterdurchschnittlich viel aus, wodurch langfristig ein Wissensverlust im Unternehmen stattfindet. Die Frage, die sich nun stellt, ist, wie hoch ist der finanzielle Mehrwert, der bei Querbeet durch Ausbildung geschaffen wird, und wie hoch ist der finanzielle Minderwert, der bei Schnurgerade entsteht? Um diese Frage zu beantworten, nutzen wir das vierstufige Modell der Operationalisierung. In der ersten Stufe erfassen wir die Daten und Aufwände, die mit dem Thema Ausbildung verknüpft sind. Dazu gehören beispielsweise die Löhne für die Azubis insgesamt, der Stundenaufwand durch AusbilderInnen und der Stundenlohn von AusbilderInnen. Zusammengefasst werden alle Aufwände unter dem Gesamtaufwand für Ausbildung von Azubis. Im Beispiel der Gärtnerei Querbeet ergeben sich daraus 54.330 Euro pro Jahr. In der zweiten Stufe geht es um die Interpretation des KPIs, das heißt der Bewertung, ab wann ein Unternehmen ausreichend ausbildet und dadurch einen Vermögenswert schafft, beziehungsweise wann es zu wenig ausbildet und riskant handelt. Dazu schauen wir uns einerseits objektive Werte aus der Politik und Wissenschaft an, die sich beispielsweise aus den SDGs und den planetarischen Leitplanken ergeben, und wir schauen uns empirische Werte und Benchmarks an. Zudem schauen wir uns subjektive Grenzwerte an, die sich aus der unternehmerischen Praxis und Verantwortung ergeben. Für die Azubi-Quote wurden keine Sollvorgaben, beispielsweise aus den SDGs, gefunden, auch wenn das Thema in SDG 4 genannt wird. Als empirische Vergleichswerte wurden die bundesweiten Azubi-Quoten für die in Quarta Vista relevanten Branchen genommen, die zwischen 6,6 und 7,2% liegen. Außerdem wurde aus einem Monitor von großen Bio-Unternehmen ein Durchschnittswert für die Azubi-Quote entlang der Wertschöpfungskette gefunden. Diese lag 2013 bei knapp unter 7%. Für die subjektive Wertgebung wurde sich auf die Zielsetzung der Regionalwert AG Freiburg gestützt, eine Azubi-Quote von 10% anzustreben. Die Grenzwertsetzung ergibt sich aus der Zusammenführung der drei Interpretationsebenen. Für die Azubi-Quote basieren die Grenzwerte auf den empirischen Werten und dem Best-in-Class-Ansatz. Der grüne bzw. vorbildliche Bereich für die Azubi-Quote beginnt somit bei 7%. Der Risikobereich wurde bei der Hälfte davon angesetzt. Das heißt, bei weniger als 3,5% Azubi-Quote findet ein Risiko durch Wissensverlust statt. In der dritten Stufe geht es nun um die Monetarisierung des KPIs. Als neutraler Punkt der Erfolgsmessung gilt, es wird weder ein Mehrwert noch ein Minderwert geschaffen. Die Risikorückstellung umfasst den Aufwand, um den neutralen Punkt der Erfolgsmessung zu erreichen. Die Basis für die Monetarisierung der Azubi-Quote bildet der Aufwand für Azubi-Löhne und der Aufwand für AusbilderInnen, die beide in der Stufe 1 erfasst wurden. Da Azubis für ein Unternehmen nicht nur Aufwand bedeuten, sondern auch produktiv sind, wird also nicht der Gesamtaufwand für Azubis als Monetarisierungsgrundlage genommen. Im roten Bereich, dem Risiko, entspricht die Monetarisierung den Opportunitätskosten. Das heißt, der Verlust, das Risiko, entspricht den Aufwänden, die nötig wären, um den neutralen Punkt der Erfolgsmessung zu erreichen. Zwischen 3,5% und 10% Azubi-Quote steigt die Monetarisierung des Azubi-Lohns linear an. Ab 10% Azubi-Quote steigt der Anteil des monetarisierten Azubi-Lohns nicht mehr
um nicht den falschen Anreiz zu setzen, dass Unternehmen zu viel ausbilden. In der vierten Stufe der Operationalisierung erfolgt die Berechnung des Mehr- oder Minderwerts, die dann in die Bilanz und GUV integriert werden. Für das Beispiel der Gärtnerei Querbeet, die eine 12% hohe Azubi-Quote hat, wurden 16.495 Euro Mehrwert berechnet. Die Gärtnerei Schnurgerade, die nur 2% Azubi-Quote hat, hat in unserem Beispiel 1.623 Euro Minderwert geschaffen, die rückgestellt werden müssen, um den Nullpunkt der Erfolgsrechnung zu erreichen. Nachdem die Mehr- bzw. Minderwerte berechnet wurden, werden sie auf neu angelegte Konten gebucht. Im Beispiel der Gärtnerei Querbeet werden die 16.500 Euro geschaffener Mehrwert in die Bilanz auf der aktiver Seite auf dem Konto Wissenserhalt verbucht und in der GUV auf der Gewinnseite. Zu Beginn haben wir uns gefragt, wie eine hohe und eine niedrige Azubi-Quote im Unternehmen monetarisiert werden und welcher finanzielle Mehrwert bzw. Minderwert in zwei Unternehmen mit verschiedenen Azubi-Quoten geschaffen wird. Das Ergebnis nach der Quarta Vista-Methodik ergibt, dass in der Gärtnerei mit 12% Azubi-Quote ein Vermögen von 16.495,50 Euro aufgebaut wurden und in der Gärtnerei mit der 2% Azubi-Quote ein finanzieller Minderwert von minus 1.623,90 Euro geschaffen wurden, die rückgestellt werden müssen. Nach diesem Schema erfolgt im letzten Schritt der Operationalisierung die Buchung aller KPIs auf neu angelegte Unterkonten für immaterielle Vermögenswerte. Wo kann die erweiterte Bilanzierung und die Unternehmenssteuerung über KPIs nun Anwendung finden? Hier ist einmal das Controlling und der Bereich der Unternehmenssteuerung zu nennen. Zweitens kann die erweiterte Bilanzierung zur Bewertung von Nachhaltigkeitsleistungen und ESG-Risiken Unternehmen dienen. Des Weiteren kann diese in den Geschäftsbericht integriert werden und an Kunden und Lieferanten kommuniziert werden. Viertens stellen die Ergebnisse von Quarta Vista die aktuellen Bilanzregeln, genauer die Abschreibungs-Zuschreibungsregeln von nachhaltigen Vermögenswerten bzw. ESG-Risiken in Frage und könnten diese reformieren. Die Steuerpolitik müsste angepasst werden in der Hinsicht, dass Gewinne aus nachhaltigen Wirtschaften nicht zu einer Steuerlast führen und dass Abschreibungen aus nachhaltigen Wirtschaften nicht zu Steuervorteilen führen. Darüber müsste man sich im nächsten Schritt Gedanken machen. Ferner ist ein Markt für Zertifikatehandel denkbar, in dem SchadensverursacherInnen Zertifikate von anderen Unternehmen kaufen, die Mehrwerte geschaffen haben. Und zuletzt braucht es Ausgleichszahlungen aus diversen Quellen, beispielsweise der GAP. Hier sehen wir einen weiteren Adressaten und Umsetzer. Auf diesem Schaubild sind verschiedene Anwendungsbereiche der erweiterten Bilanz dargestellt. Hier soll gezeigt werden, dass alle Bereiche wie Zahnräder miteinander zusammenhängen, ineinander greifen und sich gegenseitig zum Laufen bringen. Auf der politischen Ebene kann Quarta Vista bei der Umsetzung der SDGs auf Unternehmensebene helfen. In der Politik liegt die Verantwortung, den Impuls für eine Änderung der Bilanzierungsregeln zu geben. Kreditvergaben wie beispielsweise die Corona-Hilfen im Konjunkturpaket der Bundesregierung könnten an eine erweiterte Erfolgsrechnung geknüpft werden. Das bringt uns zum nächsten großen Anwender, den Banken, die sich nun intensiv mit dem Thema Sustainable Finance, ESG-Risiken, dazu hat die BaFin ein Merkblatt herausgegeben, und der Integration von nicht finanziellen Kennzahlen in die Bilanz beschäftigen. Die Wissenschaft treibt die Zahnräder der Politik und des Bankenwesens an, indem sie über Externalitäten, Sustainability Governance und Verhaltensänderungen, die durch die Einführung einer erweiterten Bilanzierung zu erwarten sind, hiermit beschäftigt sich die Design Science, forscht und ihr Wissen in die anderen Bereiche einspeist. Was ist unser Ausblick für die Zukunft? Wir sehen die erweiterte Erfolgsrechnung nach Quarta Vista-Methode als die Bilanz der Zukunft. Diese ermöglicht die Unternehmenssteuerung und Bilanzierung in vier Dimensionen, sodass Unternehmen in der Bilanz und GUV zeigen können, was sie leisten für die Erfüllung der SDGs und zur Minimierung von ESG-Risiken.
Als langfristige Perspektive sehen wir die Unternehmenssteuerung weltweit innerhalb der Spielräume der SDGs und der planetarischen Leitplanken. Mittelfristig sind auf EU-Ebene neue Regeln für Bilanzierung und Risikomanagement zu erarbeiten. Dieser Prozess wurde durch die EU-Taxonomie und Sustainable Finance bereits begonnen. In Quarta Vista haben wir schon einmal gezeigt, in welche Richtung die Bilanzierung der Zukunft geht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme. Bitte besuchen Sie unsere Homepages quartavista.de oder die Homepage der Regionalwelt AG Freiburg.